Guten Morgen, wir sind live bei nau.ch und wir sind nicht etwa auf einem Spaziergang mit Schaf. Nein, das Ganze hätte durchaus ernsten Hintergrund und zwar sind die vier Schafe hier, wo wir hier sehen, Eigentum vom SVP-Regierungsrat, nicht Nationalrat, Regierungsrat Christoph Neuhaus. und die Schafe, die haben letzte letztes ein bisschen zu wenig Essen das Grün das ist nicht mehr saftig und darum geht es jetzt verzögert da in der Viehwelt, wo wir im Moment sind, im Gürbental, vom Christoph Neuhaus, Freunde Schaf. Ja, vielleicht könnt ihr das noch schnell ein, ich Was ist

darauf angewiesen sein, also Gemüse, Heige, noch Gemüse im Augenblick, aber auch dort wird es immer teurer und teurer und äh, vor diesem Hintergrund bin ich froh, dass ich äh, jemanden haben, da, der äh, quasi Gras Gras hat. Diese vier Schafe, die gehen jetzt noch mal zum Nachbarn, Wir sind hier, wie gesagt, wir können jetzt Fuß gehen, es ist Ich schlage vor, wir machen ein paar Schritte weiter. Äh, der hat einen Aufruf gemacht, letzten Samstag, vorgestern auf Facebook und äh, da hat sich sofort äh, hat sich da jemand gefunden, der die anderen Siebni genommen hat.

Als je naar die die met ross gesierd, die kunnen veel verbeterde schlag die maken. Het uit Und, äh, dat locker aus dem handgelenk. En ze is zozeer van de voetstoffen gaan lopen. Het is effectief. Het is effectief gras. Daar kunnen ze zich verduren. Dan kan men zeggen dat is Afrika's groen. Dat is het paradijs in de verte. Dat is een noord. Dat is het niet getouw, maar is het trokken, de is stroch en om andere noord is nog paradijs. Ja, Stefan. Das ist also, also wir ja so. Wir kämpfen ja, dass die Weiden, die wir für unsere Ross brauchen, dass die einfach matt sind. Gut, das sind alle Sportros. Die müssen auch nicht den ganzen Tag auf der Weide sein. Äh, die sind zwei Stunden draußen. Und nachher werden sie auch zweimal am Tag geritten. Und darum ist das eigentlich fast okay für uns, wenn sie nicht zu viel Gras fressen. Weil wir gerne kontrolliert füttern Und nicht, dass sie einfach unkontrolliert Gras aufnehmen. <laughs> Spitzensportler nehmen auch nicht jeden Tag zwei Spaghetti.

Waldbrände in Schweden, es wird immer trockener. Äh, ist das für euch, wo noch so das, das Nebengleis hat mit den Schaf durchaus so etwas, wo ihr denkt, ich merke es schon mit der täglichen Arbeit mit den Schafen, dass es einfach irgendwie trockener wird? Es ist uns schon wichtig. Also in der Ökologie steht jeder Partei gut an. Es ist immer die Frage, in welchem Mass und wie extrem dass man das macht. Aber die bin die jeden Tag mit dem öffentlichen Verkehr schaffen, Also die, die das können, die sollen das machen und äh, so etwas investieren und vor diesem Hintergrund ischte isch das Engagement nachher au wichtig. Das isch quasi e Beitrag, best... dass sehr aber nicht mit dem Auto chaffe, sondern mit dem Bus vo de Vorderhustüre hät. Mir probiere das besch möglichs mache. Es geht nicht immer, bi nachdem irgendwo so Wunder wechs, das weiss mos git Handwerker, es git Lüüt wo irgendwo quer durch de Kanton müess oder wiiter, aber ich han das au so mache. Villicht wenn wir we, nach wenn wir we nach scho het hey, äh dit hät sit relativ neu BVV und Energiedirektion, wie ist das so geloffe, der neue Job, sage ich mal. Also beim Schwimmen, aber äh, hat habe Kopf immer über Wasser. Also. Also dort hat es Wasser. Dort hat es Wasser, also da bin ich effektiv unterwegs in 300 Projekten, äh, die ich einschaffen muss. auch so spannende Projekte, gute Leute und ähm, kann hineinliegen, also wird man dort nicht langweilig. Und wenn ihr noch Ferien habt, dann müsst ihr euch noch um die Schaf kümmern. Also euch ist wirklich, euch, ja, ihr werdet nie verschont. Ich bin arm, ich hoffe, dass möglichst viele Leute mitleben. Mit. Wir haben neues dazu und äh, das ist eine gute Abwechslung. Wenn die Schafe so gut laufen wie heute, ich weiß nicht, ob das an die anderen zwei gelegen, die geführt haben, äh, dann ist das ja problemlos. Normalerweise die einen die werden abgelegt und die anderen gumpen wie verrückt. Das ist war ich im Rahmen. Gewesen. Gut, äh, sieht man sie irgendwo oder sind die schon abgekasselt? Die sind irgendwo links über die zuerst schauen, da, wo das die besten Pizza haben. Also, wenn sie es irgendwo viele haben und manchmal noch eine Suppenfleisch. und wenn es gras ist. Und vor dem Engengrund säckeln die normalerweise ihren Weg schwingt um zu schauen, wie das aussieht. Wie lang lange äh, er die jetzt da? Was planet ihr? Zwei, drei Wochen. Es kommt darauf an, wie es wie de auf der reineren Seite das Gras wieder wiederkommt. Aber äh, sicher bis Mitte August. Äh, bin ich froh, wenn sie da können. Christoph Neuhaus, beste Dank, dass wir bei dir zugelegt haben. Dürfen dabei sein. Merci Filma. Herzlichen Dank und schönen Tag. Ja, aber äh, das Wetter, das ist wirklich, äh, das hat nicht nur für, allenfalls für das Feuerwerk äh, irgendeine Auswirkung. Und es ist ja so, in den kommenden Wochen sieht die Prognose folgendermaßen aus, dass es das sehr, sehr trocken bleibt. Ich denke, hier, da jetzt wirklich saftiges Grün, viel Grün, dass die Schafe, die schon der Tinger abkasse sind, dass die da als sein können und saftiges Grün haben.